Herzlich willkommen zu diesem Slidecast. Diesmal lernen Sie etwas über allgemeine Geschäftsbedingungen. Wir gehen zunächst darauf ein, was allgemeine Geschäftsbedingungen überhaupt sind und wo bzw. zwischen wem sie gelten. Ich zeige Ihnen dann auf, wann sie nicht gelten bzw. welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie es tun. Es wird in diesem Slidecast um Verbraucher und Unternehmer gehen. Deshalb sollten Sie sich vorher einmal die Paragraphen 13 und 14 BGB anschauen, um zu wissen, was Verbraucher bzw. Unternehmer überhaupt sind. Die Bezeichnung AGB dürfte Ihnen im tagtäglichen Leben bereits mehrfach begegnet sein. Viele Unternehmen, mit denen wir immer wieder in Berührung kommen, halten AGB vor. So zum Beispiel Banken, Telefonanbieter, Internethändler und so weiter. Betrachten wir zum Einstieg ein Beispiel. Max, immer noch schwer verliebt in Erika, fährt mit seinem PKW in das Parkhaus einer Einkaufspassage. Dort bemerkt er beim Lösen des Tickets an der Schranke einen Aushang und hat gerade genug Zeit, bevor sich die Schranke öffnet, die ersten Zeilen zu überfliegen. Überschrift lautet: Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Einstellen von Kfz. Bereits in Gedanken, was er denn seiner Liebsten heute käuflich erwerben könnte, beschäftigt er sich gar nicht weiter mit dem Gelesenen und fährt ins Parkhaus. Ähnlich wie Max wird es den meisten gehen. Im geschäftigen Alltag nimmt man vieles erst einmal hin, ohne sich vertieft darüber Gedanken zu machen. Oder haben Sie schon einmal den Software-Lizenzvertrag beim Update des Adobe Flash Players gelesen? Doch was sind allgemeine Geschäftsbedingungen eigentlich? Hier hilft uns das Gesetz. Gemäß § 305 Satz 1 BGB sind allgemeine Geschäftsbedingungen vorformulierte Regelungen, die der Verwender, also der AGB-Steller, in unserem Fall der Parkhausbetreiber, für eine Vielzahl von Verträgen der anderen Vertragspartei bei Abschluss des Vertrages stellt. Zunächst hört sich das sehr kryptisch an. Wenn man sich aber einmal die einzelnen Bausteine anschaut, merkt man schnell, dass es nur weniger Voraussetzungen bedarf, damit etwas als AGB angesehen werden kann. Um AGB handelt es sich nämlich dann, wenn erstens der Verwender der AGB diese vorformuliert hat, zweitens diese vorformulierten Regelungen für eine Vielzahl von Verträgen gemacht worden sind, das heißt als eine feststehende Vorlage fungieren. In Max' Fall ist es durchaus so, weil er ist ja nicht das einzige Auto, was durch diese Schranke fährt. Drittens muss die AGB bei Vertragsschluss gestellt werden, das heißt sie ist Bedingung für den Vertragsschluss. Dazu kommt, dass für eine wirksame Einbeziehung der AGB in den Vertrag mehrere Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Erstens, auf die AGB muss bei Vertragsschluss in unmissverständlicher Weise hingewiesen werden. Ein Aushang, wie im Beispiel mit Max, ist nur bei konkludenten Massenverträgen zulässig. Zweitens, die andere Partei muss in zumutbarer Weise die Möglichkeit der Kenntnisnahme haben. Zurück zum Beispiel, hatte Max wirklich in zumutbarer Weise die Möglichkeit der Kenntnisnahme? Sei erstmal dahingestellt. Drittens, die andere Partei muss ihr Einverständnis erklären. Regelmäßig ist dies durch das Einlassen auf den Vertrag erfüllt. Man muss nicht noch explizit das Einverständnis erklären, wie im Fall von Max. Er hat den Vertrag erfüllt, indem er das Ticket gezogen hat und eingefahren ist. Gerade bei Online-Bestellungen gibt es aber häufig noch ein Kästchen, das angehakt werden muss. Ja, ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden. Viertens, es dürfen keine vorrangigen Individualvereinbarungen vorliegen. Fünftens, überraschende Klauseln werden nicht Bestandteil des Vertrages. Darunter versteht man grob solche Klauseln, so nennt man eine Regelung in einer AGB, die man normalerweise im Zusammenhang mit dem jeweiligen Rechtsgeschäft nicht erwarten würde. Zum Beispiel, wenn in den AGB zu einem Kaufvertrag ein Vertrag über Zubehör oder Wartung versteckt ist. Nimmt man nun das Beispiel des Parkhauses, so wird man beim Lösen des Tickets durch den Aushang darüber informiert, dass der Parkhausbetreiber diese allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Bestandteil des Einstellvertrages macht. Wie bereits im letzten Slidecast besprochen, kann auch konkludentes Handeln eine Willenserklärung sein. Fährt man demnach nach Lösen des Tickets mit einem PKW in das Parkhaus ein, so hat man konkludent den Vertrag geschlossen und auch der Einbeziehung der AGB und deren Geltung zugestimmt. AGB sind, wenn man ihre Funktionsweise und den Anwenderkreis betrachtet, sehr, sehr mächtig. Oft kommen sie im Verhältnis Unternehmer-Verbraucher zum Einsatz. Wer hier der schwächere Vertragspartner ist, dürfte zweifelsohne klar sein. Möchte man einen Vertrag abschließen, muss man sich gezwungenermaßen den AGB unterwerfen. Deshalb hat der Gesetzgeber in den Paragraphen 305 bis 310 BGB das Recht der AGB geregelt. Die meisten Schutzvorschriften gelten gemäß Paragraph 310 Absatz 3 für sogenannte Verbraucherverträge. Dies sind genau solche Verträge, wie oben bereits angesprochen, nämlich zwischen dem Unternehmen als AGB-Steller und dem Verbraucher als Vertragspartner. Zurück zu unserem Beispiel von oben. In den Einstellvertrag bezüglich Max PKW sind die AGB wirksam mit einbezogen worden.
Ob sie allerdings inhaltlich wirksam sind, kann man mit Hilfe der sogenannten Inhaltskontrolle überprüfen. In den Paragraphen 307 bis 309 BGB hat der Gesetzgeber dazu normiert, wann Klauseln unwirksam sind. Die Prüfung erfolgt dabei in umgekehrter Reihenfolge, also beginnt bei Paragraph 309. Sollte tatsächlich eine Klausel unwirksam sein, regelt Paragraph 306 die Rechtsfolge. Der Vertrag im Übrigen bleibt wirksam. Ist der Vertragspartner kein Verbraucher, so regelt Paragraph 310 Absatz 1 BGB, welche Normen bei der Inhaltskontrolle angewendet werden. Es sind viel weniger als beim Verbraucher. Sie haben gelernt, was allgemeine Geschäftsbedingungen eigentlich sind, wie man sie erkennt und wofür sie angewendet werden. Sie wissen nun, was die Voraussetzungen für die wirksame Einbeziehung in den Vertrag sind, und Sie wissen, dass allgemeine Geschäftsbedingungen mittels Inhaltskontrolle überprüft werden können, und Sie wissen, wo man diese Prüfinhalte im Gesetz findet. Darüber hinaus haben Sie gelernt, dass die Reichweite der Inhaltskontrolle davon abhängig ist, ob der Vertragspartner Verbraucher ist oder nicht.